Grüß euch, ich bin der Robert und ich zeige euch heute, wie man ein perfektes Tomahawk-Steak vom Schwein grillt. Das sieht man schön, dass der Knochen, das heißt der Karree-Knochen, länger ist wie bei einem normalen Karree. Das schaut einmal, wenn ihr Gäste habt, sensationell aus und ist dann auch praktisch beim Umdrehen vom Kotelett. Wenn ihr ein schön fleischiges Kotelett haben wollt, schneidet es ein bisschen dicker, da kommt einfach der Fleischgeschmack viel besser raus. Also ich lege jetzt das Tomahawk auf den Rost. Wir lassen das dann einfach bei jeder Seite ein bisschen ziehen. Geben ein bisschen Öl drauf. Würzen das ein bisschen. Auch mit einem Kräutergewürz, mit einem Steakgewürz. Und so lassen wir es jetzt dann auf jeder Seite ein bisschen abrasseln, bevor wir es dann aufschneiden. Beim Tomahawk gebe ich jetzt da gern ein bisschen Rosmarin dazu. Ihr seht, unser Rosmarin reicht so circa für 3-4 Mal grillen. Und da werden wir uns jetzt ein paar Zweigerl oberschneiden. Riecht und schmeckt herrlich. Auch wenn ich jetzt ein Metzger bin, sind auch Kräuter oder generell alles, was rund ums Grillen geht, eine große Leidenschaft von mir. Das heißt, gute Qualität besteht nicht nur aus Fleisch, sondern auch an allem, was drumherum gemacht wird. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir so viel wie möglich eben selber anbauen können und mit unseren eigenen Zutaten arbeiten. Und das macht halt dann noch mehr Spaß am Grill. Durch den Rosmarin am Grill entfalten wir auch wieder ein spezielles Aroma. Rosmarin kann man generell überall einsetzen, egal ob jetzt bei Schweinefleisch, bei Rind oder bei Wildfleisch, passt es perfekt dazu. Ich bin ein Fan davon, dass man einfach natürlich arbeitet und dann am Grill fertig mariniert und fertig würzt. So kommt das Fleischaroma besser zur Geltung und mit Kräutern und Gewürzen passt es dann perfekt. Wir haben jetzt das Tomahawk auf allen Seiten schön angegrillt und ich habe jetzt ein Gusseis, eine Pfanne genommen. Gib ein bisschen Öl drauf. Wichtig ist auch da, dass ihr die Pfanne ein bisschen vorher schon am Grillrost legt, damit der richtig schön heiß wird. Ihr seht, jetzt ist das Fleisch innen noch roh. Das, was aber so gewollt ist, weil wir dann unsere Tomahawks in der Pfanne anrösten. Also ich bin ein Fan davon, dass ich das Fleisch zuerst anbrate und wenn man sieht, dass das Fleisch die ersten Röstaromen hat, dann beginne ich mit dem Würzen, weil ihr seht, dass das Gewürz so eigentlich dann schon besser am Fleisch bleibt und der Geschmack dadurch nicht zu sehr übertrumpft wird. Das ist ja immer ein bisschen so eine Sinnfrage. Da gibt es immer unterschiedliche Ansätze. Wann würzt man Fleisch eigentlich beim Grillen? Also ich selber bin ein Fan davon, dass wenn ich das Fleisch gewendet habe, das heißt, wenn schon Röstaromen im Fleisch sind, dass ich dann würze. Weil da ist im Endeffekt die Oberfläche vom Fleisch schon verschlossen. Und das Gewürz bleibt eigentlich gut am Fleisch oben und übertrumpft den Fleischgeschmack dadurch nicht. Ich glaube, da soll jeder ein bisschen in seinem eigenen Ermessen das machen, so wie er das jetzt da einfach besser hat und wie es einen Spaß macht. Woher weiß man, wann der gewünschte Garbereich erreicht ist? Wenn man einfach sieht, dass man Fleisch reindrückt und dann das relativ schnell zurück aus der Feder und man merkt, eine Konsistenz hat, wie wenn man jetzt da zwischen Daumen und Zeigefinger drückt, dann bist du immer relativ gut dabei. Weicher? Wenn es weicher wird, das Fleisch, ist eigentlich eher rare, sagt man. Und wenn es fester wird, ist es durch. Und auch bei Schweinefleisch bin ich der Fan, dass man nicht zu hohe Kerntemperaturen hat, weil so das Fleisch, auch wenn es beim Schwein, wenn es eine gute Qualität ist, medium ist, einfach besser und saftiger schmeckt. Wenn man so wie da sieht, dass sich das Fleisch ein bisschen dreht bei einem Kotelett, dann schneidet es einfach ein bisschen in die Schwarte rein. Das macht nichts. Dann wird das schön wieder gerade. Ihr seht, das sind herrliche Tomahawk-Koteletts geworden. Jetzt gehen wir es ein bisschen aufs Holzbrett zum Rasten. Generell ist beim Fleisch ganz wichtig, dass es ihr ein bisschen rosten lasst. Jetzt heute ist es so warm, dass eigentlich die Temperatur allein schon super ist zum Rasten. Sonst legt es am Rand vom Griller, wo es ja nicht so heiß ist. Dass das Fleisch wirklich für 2-3 Minuten sich entspannen kann, weil es dann im Endeffekt nachzieht und noch saftiger schmeckt. Und eventuell mit ein bisschen Rosmarin. Man kann auch gern vorm Anrichten ein bisschen Öl draufgeben, drauftröpfeln. Das unterstützt auch noch die Saftigkeit vom Fleisch. Je dicker das Stück ist, desto länger sollte man es rasten lassen. Oder auch je komplexer. Das heißt, ein Ribeye Steak würde zum Beispiel ein bisschen länger rasten lassen wie ein Filetsteak, weil es dadurch im Endeffekt wirklich auch zarter wird und besser im Geschmack. Also beim Fleisch generell ist gut, wenn man das Fleisch gegen die Faser schneidet. Das heißt, ihr seht eh, die Fleischfaser verläuft so. Wir schneiden einmal jetzt da schön durch und jetzt da schneiden wir schön gegen die Faser auf, weil es einfach die Flüssigkeit besser im Fleisch bleibt.
Innen drinnen ist ein bisschen glasrig, was uns zeigt, dass eigentlich schön medium ist. Ich gebe jetzt noch einmal ein bisschen Gewürz drauf und dann können wir schon verkosten. Der Sommerhock hat ein bisschen einen Biss und schmeckt sensationell.